Hallo, Utopia TV Deutschland auf YouTube. Ich wollte mal nachfragen, Sie hatten in der Rede auch erwähnt, Herr Kretschmann hat Sie ja doch ziemlich beleidigt. Kretschmer. Mit dem, Kretschmann ist der Kryptokommunist aus Baden-Württemberg. Man kann die schon mal verwechseln. Ja, Sie hatten das ja auch auf der Bühne angesprochen. Denken Sie, dass seine Aussagen jetzt vielleicht auch Wahltaktik sind für ein eventuelles Bündnis, eine Koalition mit dem BSW? Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen der Schwäche. Und so wie ich die Kollegen von der CDU kenne, haben die gar keine weitreichende Strategie mehr. Denen geht es wirklich nur noch darum, irgendwie jetzt Stimmung zu machen, irgendwie noch ein bisschen was auf ihre Mühlen zu kriegen, vor den Wahlen maximalen Aktivismus zu zeigen. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche inhaltlichen, strategischen Hintergedanken hat. Wen finden Sie schlimmer, Bodo Ramelow oder Katja Wolf? Also Katja Wolf, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht persönlich. Außer man hat sich mal irgendwo in einer Talksendung oder man sich über den Weg gelaufen. Deswegen möchte ich mir da kein Urteil zu erlauben. Ich kenne allerdings ihre politische Vergangenheit, auch das, was jetzt Oberbürgermeisterin in Eisenach gemacht hat. Sie hat ja als Oberbürgermeisterin die Willkommenskultur als Bestandteil Eisenach bezeichnet. Entsprechend sieht Eisenach heute auch aus und hat in den letzten 30 Jahren niemals irgendwie Anzeichen in den öffentlichen Raum gesendet, dass sie mit der altlinken Agenda nicht einverstanden ist. Deswegen ist das für mich alter Wein, alter linker Wein in neuen Schläuchen und nichts anderes als ein trojanisches Pferd des Establishments, das man jetzt hier ins Volk reingeschoben hat, kurzfristig, um den Siegeszug der AfD nochmal einzubremsen. Bodo Ramelow wirbt ja gerade mit Großplakaten, wo draufsteht Anstand und Haltung. Ich kenne den Mann jetzt seit 10 Jahren. Wenn der Mann eins nicht hat, dann ist es Anstand. Also ein Choleriker vor dem Herrn, dafür kann er vielleicht weniger was, aber wie der sich im Parlament aufführt und mit welchen Verbalinjurien der politische Konkurrenz belegt, das ist echt unanständig. Und also das ist kein Mann, der die Kragenweite eigentlich in normalen Land hätte, Ministerpräsident zu sein. Wunderbar. So, herzlichen Dank. In dem Sinne, alles Gute. Ne? Danke. Ciao, ciao. Danke. Ihr wollt noch ein Bild? Jetzt kommen die Fans aus Schleswig-Holstein. Oh, schön.